Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gestern schon zwei Szenen gefilmt, wie ich zu diesem Pullover gekommen bin. Blende ich euch jetzt ein. Okay, ganz krasse Nummer. Ich habe gestern, das war so vor circa 24 Stunden, was bestellt. Und es ist da. Ich weiß nicht, wieso ich bei Zalando Premium-Lieferung kriege. Das ist ziemlich krass. Und ich pack's jetzt aus. Ich muss das in die Hände waschen. Ich bin ja am Kochen, wie man es vielleicht sehen kann. Und vor allem, die Frage ist, wird es mir passen? Es ist ein Pullover. Den habe ich beim nach Kindersachen gucken gefunden. Ich habe also eigentlich nach Sachen für Karl geguckt. Und da wurden mir irgendwie auch, also nicht nur für Jungs, sondern auch für Mädels Sachen vorgeschlagen. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich dann geguckt habe, ob es den auch in der Erwachsenenabteilung gibt. Gab es nicht. Dann bin ich dann mal zurück da in diese Kinderabteilung und habe ihn in der 176 bestellt. Größte Kindergröße. Jetzt werden wir gleich sehen, ob mir die 176 passt. Also, wenn das nicht passt, weiß ich auch nicht. Wie geil ist das bitte? Wie cool ist das? Der Pullover ist total schön, ich liebe den. Er hat Kapuze, hier oben so grau, der ist wunderbar. Und hier hinten im Schild steht bestimmt drin, ne? Kids Style, Active Kids. Geile Nummer, ey. Ich habe einen Kinderpullover gekauft. Oh, ist der schön, ich freue mich. Und dass es so schnell ging, mega. Ich muss den jetzt aber ausziehen, sonst mache ich den dreckig beim Kochen. Ja, wir wollen übermorgen in den Urlaub fahren und haben noch nichts gepackt. Null, nichts, gar nichts. Und ich dachte, ich nehme euch da heute mal mit. Erstmal wird jetzt hier schön gefrühstückt. Ist alles schon am Start. Dann habt ihr gesehen, hier ist noch ganz schön viel Wäsche. Also ich muss da noch erstmal Haushalt machen. Und dann kann ich irgendwann anfangen zu packen. Habe ich schon erzählt, Karl bekommt ein neues Bücherregal. Ich habe das jetzt mal hierher getan. Ich gucke jetzt mal, dass ich die Kamera aufstelle und wir das irgendwie aufgebaut kriegen. So, also ihr habt jetzt gesehen, Alter, was geht mit meiner Stimme? Das Bücherregal ist fertig, steht jetzt erstmal hier. Man sieht jetzt natürlich, wenn ich jetzt von hier oben gucke, noch diese Schrauben und alles. Aber das ist nicht schlimm, das hängt ja dann ein Stückchen höher und da stehen Bücher. Und hier für diese Schrauben an der Seite gab es solche Aufklebepunkte, die waren aber richtig heftig, deswegen habe ich die da jetzt noch nicht rangemacht. Dann haben wir hier noch überall diese Zahlen, die kriege ich jetzt schlecht ab. Das ist... auch noch abgemacht werden, aber auf jeden Fall ist es jetzt erstmal fertig, steht jetzt erstmal hier und wird morgen angebracht. So, also die Küche ist sauber, der Geschirrspüler ist ausgeräumt und wieder eingeräumt. Der Staubsaugroboter war bereits in Küche, Wohnzimmer, Flur und Bad. Und die erste Wäsche ist aufgehängt, die zweite Wäsche ist in der Maschine. Und jetzt fange ich an mit Packen. Es ist demnächst dann auch noch Mittagszeit, aber es ist jetzt noch nicht so spät. Deswegen möchte ich erstmal was anfangen zusammenzupacken. Ich habe mir auch schon eine Liste geschrieben vor ein paar Tagen. Die habe ich jetzt nochmal kopiert, weil ich da bestimmt noch eine Milliarde Mal drin rumschreiben werde. Und habe jetzt erstmal gezählt, wie viele Nächte wir überhaupt weg sind.
Also ich habe noch nicht mal die Hälfte unserer Packliste abgehakt und so sieht jetzt unser Haufe schon aus. Aber ich glaube, also mit den Klamotten haben wir auf jeden Fall die Sachen, die am meisten Platz wegnehmen, abgesehen jetzt von Bettdecken und sowas. Ich kann euch ja mal sagen, was jetzt hier noch draufsteht, aber ich gar nicht einpacken kann. Zum Beispiel die Sonnenbrillen, die sind im Auto. Dann eine kleine Reiseapotheke werde ich noch zusammenstellen. Da habe ich aber genug Zeug zu Hause, also alles, was wir brauchen. Das muss ich jetzt mal noch in Ruhe im Badezimmer packen. Unsere Waschtaschen, die können wir jetzt aber auch noch nicht so richtig alles einpacken, weil da brauchen wir noch was. Das iPad-Ladekabel und so brauchen wir auch noch vorher. Jacken und Schuhe brauchen wir vorher noch. Handtücher sind gerade noch am Waschen, also es hängen welche draußen und ein paar sind noch in der Waschmaschine, also muss ich auch erst warten, bis also die großen Duschtücher trocken sind. Was haben wir noch? Spielzeug von Karl, okay, das können wir irgendwie noch machen und unser Bettzeug brauchen wir auch noch. Dann haben wir noch hier so Hauspantoffeln, weil das ist beim Campen einfach super, wenn du einfach in Schuhe reinschlüpfen kannst. Und das Problem ist jetzt, ich trage gerade so meine Hauspantoffeln, weil ich den Boden gerade ziemlich kalt finde, weil wir noch immer keine Untermieter haben. Das heißt, kann ich auch noch nicht einpacken. Lappen zum Aufwaschen. Sind auch noch gerade in der Waschmaschine. Unser Fit brauchen wir vermutlich auch noch mal vorher. Unsere Küchenrolle kann ich auch noch nicht einpacken. Also sind jetzt alles Sachen, die ich jetzt nicht, oder das meiste sind Sachen, die ich jetzt nicht einpacken kann. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal hier alles so liegen. Mal gucken, wie ich jetzt hier die Packliste hinstelle, dass die nicht gegenfliegt. Genau, und kümmere mich jetzt mal um wieder weiter den Haushalt, beziehungsweise das Mittag. Wir haben gestern Abend Knödeltaler irgendwas, Moment, ich gucke nach, wie es hieß. Knödeltaler mit Pilzrahm und Kresse und Salat in Honig-Senf-Dressing gemacht. Das war sehr, sehr lecker, war aus der Kochbox und davon werde ich jetzt die Reste mal für uns warm machen. Nachdem die ganze Wohnung aufgeräumt, gestaubsaugt und was auch immer gemacht wurde, wirklich, also der Haushalt ist jetzt richtig komplett 100% fertig, haben wir jetzt was ganz Cooles mit Duplo gebaut. Und zwar ist das hier ein Haus, wo obendrauf ein Zoo ist und ja, das hat halt hier so einen Vorgarten mit ein paar Sitzmöglichkeiten und einem Klo, ganz wichtig. Hier oben hängt eine Abrissbirne, aber auch nur zur Deko. Und dann haben wir alle Duplo-Fahrzeuge, die wir gefunden haben, voll besetzt mit Menschen und ein bisschen Zeug eingeladen und jetzt hier eine lange Schlange gebaut und sind jetzt hier schön am Spielen. Wunderschönen guten Morgen, der nächste Tag und ich trage immer noch denselben Pullover, weil ich mich einfach so wohlfühle darin. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, wir bringen jetzt gleich das Bücherregal an. Tim ist mittlerweile wieder da. Danach wird noch ein bisschen gepackt. Und ich glaube, also ich hatte hier ja gestern echt was Krasses gebaut. Na, das wurde irgendwie heute früh wieder auseinandergenommen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen schon wieder aufräumen vor dem Urlaub. Obwohl ich gestern die ganze Wohnung aufgeräumt und sauber gemacht hatte, ist jetzt hier schon wieder das Chaos ausgebrochen. Also wir müssen jetzt hier nicht mehr Großputz machen, weil das hatte ich gestern schon durch. Aber nochmal so ein bisschen aufräumen. Hier ist so sein Tisch, dann die Küche, dann kommt hier noch das Bücherregal und unsere hartschiefe Heizung. Aber wir kriegen demnächst Besuch mal. Also meine Eltern kommen vorbei und Tims Eltern auch. Vielleicht kann irgendjemand von unseren Vätern diese Heizung wieder reparieren, weil sieht aus, als wenn die jede Sekunde abfällt. Tut sie nicht, aber hier und das ist so hart und ästhetisch. Jedenfalls kommt das Bücherregal hier hin, auch ziemlich niedrig, also wir müssen es aufhängen, ein bisschen über der Fußleiste, aber so, dass er dann hier gut rankommt und dass es hier irgendwie sich schön einfügt, also von der Höhe hier auch irgendwie symmetrisch zwischen Bild und Fußleiste und Heizung und Küche, also irgendwie da so. So,
hier ist das Ergebnis und es sieht echt jetzt mega krass viel aus, ne? Also als wenn er 1 Milliarde Bücher hätte. Oh. Ja, aber es sieht viel mehr aus, als es vorher aussah. Aber ich finde es richtig, richtig cool. Und ja, ist auf jeden Fall jetzt eine sehr unruhige Ecke, ja. Aber ich glaube, das Unruhigste ist immer noch diese schiefe Heizung. Und ja, ich finde es, wie gesagt, richtig cool. Und mal gucken, wie lange das so ordentlich bleiben wird.